Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Wir sind heute mal ein bisschen rausgegangen. Wir sitzen hier an der Mulde. Und ich bin natürlich wieder nicht allein, sondern neben mir sitzt wieder die Nicole. Hallo. Okay, Espresso Talk. Wir haben wieder eine Menge Fragen von euch bekommen. Und deswegen, ohne lange Umschweife, geht's hier los. Macht es nicht Sinn, auch fundamental Daten mit einzubeziehen? Also, die Frage war zu einem Video über Covered Call Writing und jein, würde ich jetzt mal antworten. Es gibt Strategien, wo man jetzt sagt, okay, man nimmt eben besonders starke Aktien, die haben in der Regel dann auch gute Fundamentaldaten, aber ansonsten würde ich jetzt für das reine Covered Call Writing Fundamentaldaten, so wie man jetzt das beispielsweise bei einer Investmentstrategie macht, nicht zwingend einbeziehen, weil man ja die Position ja dann doch nur 2, 3, 4 Wochen hält, vielleicht mal 5, und da spielen eigentlich in dieser kurzen Zeit Fundamentaldaten nicht so sehr die große Rolle. Hallo Jens, was hältst du davon, wenn man direkt die Volatilität, also den VIX, handelt, zum Beispiel mit UVXY oder SVXY? Ja, diese ganzen komischen ETFs, die es gibt, ne? Was heißt komisch, wir handeln sie ja auch sehr, sehr viel und deswegen die Frage schon ein bisschen beantwortet. Also wir sind große Fans vom direkten Handel der Volatilität, also sowohl über den VXX als auch beispielsweise den SVXY, den UVXY. Wurde jetzt gerade diese Woche ja gesplittet, ein sogenannter Resplit, 5:1 haben wir ein Video erst kürzlich veröffentlicht dazu. Und super Idee, also Volatilität direkt zu handeln, kann man in fast jeder Marktphase machen und ganz tolle Sache, kann man direkt handeln, kann man mit Optionen handeln, machen wir sehr, sehr gern. Kann man die auch mit kleinen Konten handeln? Absolut, also weil man sie ja, gerade wenn man die ETFs handelt, so ein VXX kostet ja nur, ich glaube, $12 oder so, das heißt, da kann man auch sagen, okay, man geht den zum Beispiel direkt long oder man geht ihn direkt short und handelt dann eben, wenn man ein kleines Konto hat, nur 10 Stück oder sowas. Bei den Optionen muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die natürlich immer mal 100 sind und gerade diese Volatilitätsprodukte dann auch dazu neigen, sehr, sehr schnell sich zu bewegen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und wenn man dann jetzt noch den UVXY nimmt, der auch noch einen zweifachen Hebel hat, dann kann das sehr, sehr schnell gehen und da würde ich jetzt mit einem kleinen Konto ein bisschen vorsichtig sein, aber grundsätzlich kann man es mit jeder Kontogröße handeln. Okay. Hallo Jens, CCW als Trader hat für mich ja einen mittelfristigen Anlagehorizont von ein paar Wochen. Sollte man nicht auch die Earnings berücksichtigen, welche ja in diesem Zeitraum immer vorkommen und zusätzlich Risiko bringen? Auf jeden Fall, also gerade wenn wir Covered Call Writing, also CCW, Covered Call Writing, wenn wir das reinweg aus Trading-Gründen machen, dann beachten wir die Earnings immer und ganz einfach gesagt, am besten die Aktie nicht handeln, wenn sie gerade Earnings hat. Du hast ja viermal im Jahr, hast du ja in jeder Aktie Earnings, du hast aber natürlich ja nicht alle gleichzeitig und auch nicht jetzt komplett, dass die dann im Monat gesperrt wäre oder so, sondern dann sagst du halt, okay, dann warte ich eben, bis die Earnings durch sind, handle sie danach weiter. Also genau wie beim Short-Put-Schreiben oder so, als Trader sollte man versuchen, mit normalen Strategien immer außerhalb der Earnings zu handeln, also einfach die Aktie auslassen, wenn sie gerade Earnings hat. Hallo Jens, wie viel Prozent beträgt bei euch die Prämieneinnahme aufs Konto gesehen? Zum Beispiel bei 100, beim 100er Konto, 500er Konto oder 1 Million Konto? Okay, also das ist ganz unterschiedlich. Wir haben ja in dem Buch Optionsstrategien für die Praxis damals gesagt, dass wir maximal eine Prämienhöhe von 2% anstreben. Das heißt also, immer berechnet auf die eingenommene Prämie, wenn wir jetzt mal hier ein 100er Konto, also 100er Konto klingt so lapidar, 100.000, ein 100.000er Konto nehmen, dann wären das $2.000 pro Option, die man verkauft. Also wenn man halt jetzt eine hat, die irgendwie $200 bringt, müsste man halt 10 Stück verkaufen. 2% ist aber schon aus meiner Sicht zumindest extrem oben an der Grenze. Das heißt, das ist dann schon riskant. Also was heißt, nein, riskant ist es nicht. Es ist aber schon, es ist aggressiv. Das bedeutet natürlich, wenn es läuft, dann verdienst du natürlich auch ordentlich Geld. Mhm. Und wenn es aber mal gegen dich läuft, dann hast du auch größere Drawdowns. Und je größer das Konto ist, umso mehr achtest du natürlich auf Drawdowns. Weil wenn du jetzt ein 5.000er Konto hast
und du verlierst mal 20%, dann ist das ein Tausender. Das sind 20%, das tut jetzt auch weh, wer nur 5.000 Euro hat. Jetzt sind aber 1.000 Euro Verlust auch irgendwo wieder aufzuholen. Das hat man auch mental leichter wieder drin. Jetzt stellen wir uns das Gleiche vor, du hast ein Konto mit 1 Million und verlierst 20%. Dann reden wir halt über 200.000 und die holst du eben nicht wieder so schnell raus, aber rein aus mentalen Gründen. Ja, ich sage, ey, jetzt habe ich 200.000 Euro verloren oder Dollar. Und deswegen, bei uns persönlich ist es so, dass wir, je größer die Konten werden, eher so in Richtung 0,5, 0,3 runtergehen, was die Prämieneinnahmen betrifft. Also ich persönlich handle meine Konten alles so mit zwischen 0,3 und 0,5% etwa. Es sei denn, wir haben wirklich mal so Crashphasen, also wo es mal so richtig rumpelt und wo dann die Wohler wahnsinnig explodieren. Da kann es dann auch mal sein, dass ich sage, für so einen kurzen Moment, wenn die Wohler völlig übertrieben hoch ist und wenn so wirklich Panik im Markt ist, dann gehe ich auch hoch und mache die Positionsgrößen mal wieder auf 2-3%, weil man dann eben sehr schnell viel Geld verdienen kann. Danach muss man es aber eben auch wieder entsprechend schnell runterfahren. Hallo Jens, danke für den tollen Beitrag. Und wieder habe ich etwas Neues dazugelernt. Meine Frage an dich. Du sprichst im Video lediglich von Put-Verkauf. Ein Verkauf von Call-Optionen macht daher immer genannte Szenario keinen Sinn. Vielen Dank im Voraus für dein Feedback. Grüße, Ralf. Hallo, Ralf. Das Thema war, glaube ich, Volatilität fällt trotz Crash. Wenn man jetzt, wir haben ja hier darüber gesprochen, über den Verkauf beispielsweise von S&P-Optionen. Und das kann in dem Moment nur der Put-Verkauf sein. Warum? Weil natürlich die Aktien sind gefallen, der S&P ist gefallen, die Aktien sind gefallen. Und jetzt, wo die Vola extrem hoch ist und du erwartest, dass die Aktien steigen und die Vola runtergeht, dann wirst du natürlich hauptsächlich erstmal nur Puts schreiben. So, Calls auf Aktien, auf Indizes lohnen sich in der Regel nichts, weil die Volatilität geht zwar runter, aber der Markt geht ja in der Regel dann auch sehr, sehr schnell wieder hoch und dann kommen die Calls unter Druck und du bekommst vor allen Dingen für die Calls nie genügend Geld. Wir wissen ja, dass im Aktienmarkt sind Puts immer teurer als Calls, weil das Bedürfnis nach Absicherung immer auf der Unterseite liegt und deswegen lohnt es sich einfach nicht, selbst wenn die Vola vorher angestiegen ist, sind die Calls zwar ein bisschen teurer geworden, aber nicht so extrem. Wo du natürlich dann Calls verkaufen kannst, das ist eben auf diese ganzen Volatilitätsprodukte. Das heißt eben auf den, beispielsweise auf den VXX oder auf den UVXY. Das machen wir dann auch. Da verkaufen wir dann auch Calls. Oder wer ein großes Konto hat, der kann auch direkt auf den VIX oder auf die VIX Futures, besser gesagt, Call-Optionen schreiben. Das macht dann schon Sinn. Aber für die meisten wird es die einfachste Variante sein, zu sagen, ich schreibe einfach Puts auf den S&P oder auf einzelne Aktien. Das ist am leichtesten zu handeln, das ist am leichtesten zu attestieren, wenn es doch noch ein bisschen runtergeht. Und deswegen, ich bin ein großer Anhänger der KISS-Strategie. Wusstest du das? Nein. Der KISS-Strategie. Okay, haben wir es, oder? Wir haben es. Gut, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Espresso-Talk. Heute ist es wieder nur Kaffee geworden. Cappuccino. Wir schaffen es noch mit Espresso. Also, bis zum nächsten Mal. Servus.